Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Outdoor-Video. Ja, und heute machen wir nochmal die alte Dynamitfabrik in der Nähe von Rosendorf. Der Thomas ist mit dabei und diesmal gehen wir rein und schauen mal, was hier davon noch übrig geblieben ist, ob wir überhaupt noch was sehen. Und dann bis gleich. Wir sind hier in der alten Dynamitfabrik, wie gesagt. Hier haben wir was gefunden, könnte Gang oder Wasserdings gewesen sein, aber selbst mit meiner neuen Lampe halt ist hier nicht viel zu erkennen. Weil, ja, hier reinkriechen ist nicht. Dazu bin ich zu, ja, trotz Schlankität passe ich hier nicht rein. Und ja, hier hinten haben wir aber noch was Interessantes entdeckt. Ja, hier könnte ein Lagerbunker gewesen sein. Könnte, weil wir es nicht mehr wissen. Ich weiß nicht, ob man das halbwegs erkennt hier. Auf der Kamera eher wieder nicht. Hier ist ein schönes Loch unten drin. Ausgesucht habe ich. Ich gehe mal hier ein Stück weiter. Ja, die Fabrik soll aber schon 1907 geschlossen worden sein. Alle Infos dazu suche ich euch nochmal raus und schreibe das nochmal als Text mit dazu, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Und wir gucken dann mal, ob wir hier rankommen. Von der anderen Seite sind überall wie Schutzwälle aufgeschüttet worden. Und Wassergräben. Ja, die Wassergräben hatte ich aber schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und die werden wir dann natürlich nochmal filmen. Ja, da gucken wir mal, was es hier noch Schönes zu entdecken gibt. Ja, hier muss das Fabrikgelände gewesen sein. Da sieht man noch auf der linken Seite die Welle, die Schutzwelle halt. Da sind immer wieder solche wie Abgrenzungen gewesen. Hier, meine Lampe ist noch an. Und ja, schauen wir mal, was wir sonst noch so sehen. So, ich bin mal auf so einen Wall hier hochgeklettert. Hier haben wir noch irgendwas. Irgendein Stein. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Das hat definitiv noch was mit der Fabrik zu tun, so wie das aussieht. Und hier sieht man noch einmal die Gräben. Ich bin jetzt mal hier runtergekrochen nochmal, was ich vorher gefilmt hatte hier. Hier ist jetzt so aus wie ein, das wird das mal so ein Munitionsdepot gewesen, wird ein Sprengstoff gewesen sein. Also wird der Dynamit gebaut, hergestellt, wie auch immer. Aber so richtig kommt man dann halt an, hier haben wir noch Steine. Und ja, wir haben noch was anderes entdeckt, da müssen wir mal schauen, ob wir dort rankommen von der anderen Seite. Das ist, wie gesagt, ein bisschen alles lange her, ein bisschen sehr verwachsen hier. Ja, schauen wir mal. Ja, wir haben hier was Interessantes gefunden, wie ein großer Behälter, wie man sieht. Welche Mauerreste. Machen wir mal ein paar Bilder davon. Und ja, keine Ahnung, was das mal gewesen ist, ob das vielleicht ein Wassersammelbecken oder irgendwas gewesen sein kann, zur Herstellung oder irgendwelche Behälter für Chemikalien, obwohl ja die Löcher da drinnen eher auf Wasser schließen. Wir können es natürlich auch ganz irren. Aber wir gehen mal nicht näher ran, weil das ist schon ziemlich altes Zeug. Nicht, dass das hier unter uns zusammenfällt, sozusagen. So, hier ist schon die nächste interessante Stelle. Hier haben wir den Tunnel gefunden, der von der anderen Seite verschüttet ist. Ach gut, der geht hier quer durch. Mal gucken, der wurde aber scheinbar später mal freigelegt. Wahrscheinlich wie ein Knack was im Gebüsch. Ja, der geht hier weiter, der geht jetzt sogar durch. Müssen wir mal gucken, ob der sicher ist. Könnte man hier mal durchlaufen. So, Thomas hat es vorangeschritten, weil er die Videosequenz noch nicht gefilmt hatte. Ich folge ihn einfach mal. Hier sind viele Mücken. Ach du, mit meiner Größe muss ich ja ganz schön aufpassen. Ja, schön beleuchtet alles. Aber oh, der sieht doch gut aus. So, wenn man 1,95 durch den Gang kriechen, ist so eine Sache. Man, ich denke mal, dass das hier alles miteinander verbunden war. Ich drehe mich mal um. Er macht nämlich so einen kleinen Knick hier. Das wird wieder Bildheim hier. So. So, gucken wir mal, was hier ist. Hier haben wir sich schon durch, es ist nicht viel Gang. Hier ist irgendein Moos drin. Ja, gucken wir mal, was wir hier noch so sehen.
Ich lasse ihn mal vorbei. Ah, hier geht es wieder hinter. Ja, hier ist der Eingang. Mal Bilder machen. Also viel ist ja nicht mehr, aber das, was wir bis jetzt sehen, ist doch relativ interessant. Man darf nicht vergessen, wie lange das schon immer aktiv ist, das ganze Zeug hier. Und hier hinten ist noch was. Genau, das ist die Stelle, wo wir oben standen, wo der Stein mit dem Loch war, also mit dieser Einbuchtung. Und gucken wir mal. Da hinten liegt nämlich auch noch was Interessantes rum. So, hier ist noch so ein Gangrohr oder was drunter. Genau, für das, was das gewesen sein kann. Scheint der Ölgang, hier ist noch einer. Hier liegt irgendwas rum. Das war mal irgendein Schild, aber keine Ahnung, für was das mal war. Hier ist noch ein Gang. Und da stehen Griechen schätzen hier. Weil der ist relativ verschüttet. Na, Licht, mach mal das, was du sollst. Der ist relativ schmal hier. Also das könnte was anderes gewesen sein. Also das ist fast für einen Gang hier für Leute fast zu schmal, aber man kann sich auch täuschen. Ja, schauen wir mal, was wir sonst noch finden hier. Ich denke mal, dass das immer wieder wie Lagerräume oder irgendwas gewesen sein könnte, wo die dann das Dynamit gelagert haben. Also eine andere Erklärung. Vom Logischen her hätte ich jetzt da nicht. Aber allerdings kenne ich mich mit der Sprengstoffherstellung ja nicht aus. Ja. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da genau ist es, beziehungsweise wenn ich was finde im Internet zur Geschichte, blöderweise habe ich die Zettel nicht mit, dann schreibe ich euch als Text nochmal drunter, beziehungsweise blende euch das dann nochmal ein. Ja, wir gucken mal, was wir noch so entdecken. So, da geht es wieder zurück durch den Tunnel. Das ist relativ fest, alles noch erstaunlich. Also, Material, es könnte aber auch restauriert sein, ne? Wir wissen es nicht. So, schauen wir mal. Ja, und da bin ich zurück im Studio, mal als kurze Zwischensequenz zur Geschichte zur Dynamitfabrik, und zwar 1882 in Stallen im Waldgebiet der Harte, Unwald von Rossendorf, eine Fabrik zur Herstellung von Dynamit. Der Betrieb war neben der Dynamitfabrik zu Freiberg zweiter in Sachsen und stellte auf den abgelegenen Arealen Nitroglycerin her, also kein fertiges Dynamit in der Hinsicht, also hatte ich doch nicht so unrecht, weil Nitroglycerin, weiß ich nur, dass es relativ gefährlich ist, also im Chemieunterricht damals. Ich glaube, das hat man mal am Rande mit erwähnt gekriegt. Weil ich dann mit Kieselgur zu Sprengstoff verarbeitet wurde, aha, was immer das so ist. Für die Fabrik wurden mehrere Baracken, ein Kesselhaus mit Dampfmaschine, ein Labor- und Werkstattgebäude sowie ein Arbeiterwohnhaus errichtet. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude mit einem Erdwall umgeben. Ach ja, jetzt wissen wir es. Was die Erdwälle zum Teil mit da waren, also auch der Wassergraben scheinbar dort. Das benötigte Grundstück von ca. 7 Hektar, das ist ganz schöne Fläche, also haben wir nicht mehr alles gesehen, hatte die sächsische Finanzverwaltung zuvor von den Bauern der umliegenden Orte erworben und für 23.000 Mark, so rum war es, an die Investoren verkauft. 1883 besuchte der Dynamiterfinder Alfred Nobel persönlich das Rossendorfer Werk, um die geplante Gründung der Vereinigten Dresdner Dynamitfabrik AG vorzubereiten. Wenig später erwarb dies das Konkurrenzunternehmen in Freiberg, wo sich schon bald die Produktion konzentrierte. Die produzierten Sprengstoffe fanden vor allem im Bergbau und beim Bau neuer Verkehrswege Verwendung. Bereits 1893 stellte der Rossendorfer Betrieb seine Produktion wieder ein. Also doch nicht 1907, wie ich das in Erinnerung hatte, wer weiß, was ich da wieder gedacht habe. Teile der beweglichen Anlagen und einige Holzbauten überführte man wenig später nach Freiberg. Da das Unternehmen seinen Stammsitz im Dresdner Zentrum behielt, entschloss man sich, auch das Areal der stillgelegten Dynamitfabrik zu behalten. Zwischen 1923 und 1940 war dieses an die Firma Labor für biologisch-pharmazeutische Präparate verpachtet, welche hier Essenzen, Tinkturen und Salben auf pflanzlicher Basis produzierte. Das Grundstück fiel danach an die Forstverwaltung und wurde nach 1945 als Umsiedlerlager ab 1956 vom Rossendorfer Kernforschungszentrum genutzt. 2010 erfolgt der Abriss der letzten erhaltenen Reste, sodass heute nur noch der Erdwall an die einzige Dynamitfabrik erinnert. Ja, und die Überreste, die wir gesehen haben, also vor 10 Jahren ungefähr wurde das quasi platt gemacht.
Ja, das war's jetzt zur Geschichte. Alle Quellen und Infos nochmal in der Videobeschreibung. Und ich halte jetzt nochmal, ja, so den Tag, der unterwegs war, zurück. Ja, liebe Leute, ich denke mal, wir haben schon alles gesehen. Hier ist nochmal der Wassergraben. Der alte, aber viel sieht man davon nicht mehr. Das ist unsauber auf der Kamera erkennbar hier. Und wir vermuten mal, dass das hier wirklich Lagerräume oder was gewesen sein könnten. Unterirdische Fabrikationshallen oder irgendwas, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn wir was rausfinden, schreiben wir es als Text hier rein oder in die Videobeschreibung. Und ja, damit möchte ich mich von euch verabschieden. Und danke an alle Abonnenten. Ja, am Anfang gibt es noch ein paar Bilder wie immer. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi, hier aus der alten Dynamitfabrik.